Rentenerhöhung 2025. Können sich Rentner im nächsten Jahr auch auf mehr Geld freuen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung 2024 ist ja nun gerade erst mal ein paar Tage alt. Heute ist der 9.7.2024 und ich habe schon die erste Anfrage reinbekommen zum Thema Rentenerhöhung 2025. Wie stehen die Karten, Herr Knöppel? Können wir uns nächstes Jahr auch auf eine höhere Rente freuen? Die Lohnerhöhungen im ersten Quartal 2024 waren ja doch recht erfreulich. So ungefähr die Anfrage, die ich via Mail heute am 9.7.24 erhalten habe. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen natürlich heute nicht sagen, ob Sie nächstes Jahr eine höhere Rente bekommen. Das ist ja von vielen Faktoren abhängig, das wissen wir auch. Und wir wissen heute im Juli 2024 überhaupt noch gar nicht, wie die Lohnentwicklung sich insgesamt für das Jahr 2024 gestalten wird. Betrachtet man nur das erste Quartal 2024, da kann man natürlich sagen, Mensch, das sieht ja richtig gut aus. Wir haben ja so ähnliche Entwicklungen auch in der Lohnentwicklung 2023 gehabt, die ja auch Grundlage der Rentenerhöhung für das Jahr 2024 gewesen sind. Aber, meine Damen und Herren, wir wissen zum Beispiel nicht, wie es mit dem Nachhaltigkeitsfaktor aussieht. Ja, also dieser Mechanismus zum Beispiel, der stellt ja sicher, dass Rentenanpassungen langfristig relativ stabil bleiben. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie ist die Quote Rentner und Erwerbsfähige. Das wissen wir, oder Erwerbstätige, das wissen wir alles noch gar nicht, meine Damen und Herren. Wir haben bei den Nominallöhnen im ersten Quartal 2024 eine Erhöhung um 6,4% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das sind natürlich Bombenzahlen. Aber wir müssen bedenken, das ist ja nur das erste Quartal. Es kann auch eine Entwicklung in die andere Richtung geben, das wissen wir auch nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins, wenn das so weitergeht mit der Erhöhung der Nominallöhne, obwohl die nicht zwingend ausschlaggebend dafür sind, wie dann die höheren Rentenwerte im Jahr 2025 zu berechnen sind, kann es dennoch eine Rentenerhöhung geben. Davon gehe ich aus. Wenn die Löhne steigen, muss natürlich auch die Rente steigen, denn die Rentenerhöhung ist an die Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt, aber nicht zwingend an die Nominallöhne. Eines durften wir aber dieses Jahr erfahren bei der Rentenerhöhung 2024. Die superklasse Nominallohnentwicklung im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 hat nicht dazu geführt, dass wir eine Rentenerhöhung von 6 oder 7% bekommen haben. Ich hatte ja so ein bisschen spekuliert auf diese Rentenerhöhung, aber das ist leider nicht eingetreten. Wir haben, ich sage es wirklich, nur 4,57%. Ich finde das im Zeichen der Inflation wirklich nicht viel. Ja? Und deshalb kann ich wirklich nur davor warnen, jetzt schon zu spekulieren und sich jetzt schon verrückt zu machen, was 2025 hier an höherer Rente rauskommt. Ich würde sagen, wir warten einfach mal das Jahresende 2024 ab und dann können wir wirklich schon mal ein bisschen mehr spekulieren. Ansonsten werde ich zu diesem Thema dann zum geeigneten Zeitpunkt nochmal berichten, wenn es da weitere interessante Zahlen vom Bundesamt für Statistik geben sollte, zum Beispiel die Nominallohnentwicklung im zweiten Quartal 2024. Da bin ich auch schon gespannt, wie die dann aussehen wird. Also meine Damen und Herren, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Rentenerhöhung für das Jahr 2025. Hoffen wir das Beste, dass es eine Rentenerhöhung 2025 geben wird. Ich werde zu gegebener Zeit dazu dann nochmal etwas sagen. Näheres wie immer zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und heute ein fantastisches Fußballspiel. Frankreich gegen Spanien. Spanien war ja der glückliche Gewinner dieses super spannenden Viertelfinals gegen Deutschland. Und heute werden wir dann sehen, wer im Finale bei der EM in Deutschland stehen wird. Ich hätte mir gewünscht, Deutschland würde im Halbfinale stehen, aber es ist leider so nicht gekommen. Aber ich drücke trotzdem beiden Mannschaften
als fairer Sportsmann natürlich die Daumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.